Hey YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Rüstung zu Skyrim, The Elder Scrolls. Hier habe ich mal für euch die Elfenrüstung auf Legendär, plus Schild und Schwert, den kompletten Anzug. Und ja, bei mir ist die Rüstung leider nicht so gut, weil ich leichte Rüstung nicht geskillt habe. Es ist zwar legendär, aber die Zahlen, die ihr gleich sehen werdet, sind so lächerlich, dass sich eigentlich nur das Aussehen der Rüstung lohnt, sich einmal anzuschauen. Was ich sagen muss, beim Mann sieht das irgendwie schwul aus, wenn man das anhat. Oder, ja, okay, sagen wir nicht schwul, das ist immer so diskriminierend. Es sieht schlecht aus, weil es passt einfach nicht. Es sieht komisch aus und was weiß ich, was man da noch sagen soll. Zu, das ist auf jeden Fall mal die Rüstung plus Schild und Schwert. Das habe ich auch noch mit einstecken. Habe ich gerade mal so eben nebenbei gemacht. Eine schöne Rüstung für Weibsbilder, wie ich hier bin. Ja, und dann wollte ich euch das mal zeigen bei Bekleidung. Es fängt oben an mit dem Helm. Das ist der Elfenhelm. Natürlich legendär, nur leider Rüstungswert 28, was natürlich extrem schäbig ist. Für die Elfenrüstung, finde ich, braucht man auch viele Gegenstände. Lederstreifen, Leder, Quecksilberbarren oder sowas. Und dann noch irgendwelche Faledeiten, Steine oder was das noch alles ist. Ich zeige euch das gleich mal. Das sind aber so die Sachen, die es so gibt. So, und jetzt mal zu der Waffe. Das ist das Elfenschwert. 42, ja, Schwert habe ich auch nicht geskillt. Bei mir ist eigentlich nur geskillt. Ich weiß gar nicht, was ich genau geskillt habe, aber auf jeden Fall Schleichen und für den Bogen. Deswegen habe ich auch beim Ho Bogen 179 Schaden ungefähr. So, und dann wollte ich euch das zeigen. Die Zutaten. Nein, so sonstiges. Da braucht man irgendwie schon krasse Sachen irgendwie für. Warte, ich zeige euch das mal an der Schmiede, was man dafür braucht. Wann passiert denn endlich einmal etwas? Also da müsst ihr echt gut sparen. Schlimm ist es auch wieder nicht. So. Für die Elfenrüstung. Für die meisten Teile, seht ihr ja unten, braucht ihr veredelten Mondstein, Eisenbarren, Lederstreifen und Quecksilberbarren. Lederstreifen, Leder, veredelter Mondstein und Eisenbarren. Und hier ist es noch schlimmer bei diesen Waffen. Eisenbarren, veredelter Mondstein, zweimal Lederstreifen und Quecksilberbarren. Also, wenn ihr da was machen wollt, ist eine leichte Rüstung, dann braucht ihr ordentlich Gegenstände. Ordentlich Schmiedesachen braucht ihr da. Und ja, das war mal jetzt so ein kleines Video zu der Elfenrüstung, legendär. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt die Rüstung sehr gut bei der Frau. Beim Mann, wie gesagt, sieht es nicht so toll aus. Das war's und irgendwann werde ich nochmal eine neue Rüstung zeigen. Bis dahin, tschüss YouTube und danke fürs Zuschauen. Tschüss.